Hallo, willkommen zurück zu Minecraft, Freunde. Ja, ich habe ja gestern gesagt, dass wir uns die Pferde spawnen lassen. Ich habe da auch eine ganz einfache Begründung für. Da wir ja keine neue Welt erschaffen haben, werden sie auch soweit hier auch nicht spawnen. Die Monster werden natürlich spawnen, weil die spawnen ja jede Nacht. Diese neuen Rusher, das war ja klar, weil die spawnen ja jede Nacht. Aber die Pferde spawnen ja nicht mehr wieder, oder die Tiere, die spawnen ja nicht jedes Mal neu. Und deshalb gehen wir mal jetzt schnell in Game Mode, weil ich muss jetzt nur und spawn mal ganz viele Pferde hier. Ich brauche noch einen Sattel, den cheat ich mir auf jeden Fall nicht. So, den müssen wir uns schon selber holen. So, aber ich möchte hier wenigstens ein paar Pferde rumlaufen haben, die dann ein bisschen für Ordnung sorgen. Weil das sieht doch richtig geil aus, wenn du dann so rumläufst, dann so, dann wiehern die dann so. Das ist doch richtig cool. Pferd. Da, hier sieht man noch die Sattel schon. Dann nehme ich mir mal ein Ei. Lauf hier rum. Moment, ich muss auch kurz was ausstellen. Und springe hier runter. Und wisst ihr was? Zur Feier des Tages. Moment, 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 Moment. Oh, Moment. So, jetzt hab ich's. Wir züchten jetzt Pferde. Mach ein bisschen Musik an. So. Den beseitigen wir schnell. So. Guck mal, jetzt das erste Pferd ist wahrscheinlich ein Esel. Guck mal, alle sind in einer Reihe, das sieht irgendwie kacke aus. Aber die verteilen sich ja noch, so ist es ja nicht. Machen wir mal so eins und dann da rein spawnen, dann haben wir so ein kleines Herdentier und hier auch noch ein. Lol. So. Gott, es laggt. Aber ich muss mal kurz die Aufnahme unterbrechen. Oder geht's jetzt? Ja. So. Das reicht erstmal. Ihr seht, wunderschöne Pferde. So, das reicht erstmal. Ich finde das richtig geil jetzt. Ja, Mann. Jetzt können wir auch wieder aus dem Game Mode rausgehen. Ja, das Pferd kann ich ja noch behalten. Game Mode. Ja, null. So. Ach, geil. Jetzt gucken wir oben mal aus dem Fenster aus unserem schönen. Und ihr seht wunderschöne viele Pferde. Super, hammer geil. So muss das sein. Das macht doch, jetzt macht's mit Minecraft wieder richtig Bock. Mit neuen Pferden, super. Ich glaube, ich will das einmal zur Natur rein. Vielleicht können wir das irgendwann nochmal brauchen. Vielleicht machen wir, wenn wir unser Pferd nehmen, spawnen wir nochmal eins und dann nehmen wir genau das. Das wird auch schon schön. So. Um zu reiten brauche ich natürlich eine Schere. Nein, ich brauche einen Sattel. Den bekommen wir auch aus Never, aus einer Never-Truhe. Oder so. So, ihr müsst jetzt hier Liebe machen. Du auch. Fuck! Kein Weizen mehr. So. Jetzt haben wir schon viele Tiere, viele, viele Tiere. Wir könnten uns aber auch schon ein Pferd anbinden, ne? Hallo. Geil. Wir suchen uns dann einfach später das beste Tier aus. Was einfach uns am schönsten gefällt. Vielleicht so ein weißes Pferd oder so.
Okay. Ja, Wolle fahren. Ne, wir gehen erst noch mal ein bisschen angeln. Aber wir haben so viel mit Tieren zu tun. Wir sind so irgendwie wie die richtigen Animal Hoarder, ne? Muss ich ja mal sagen. Ich meine, wir streichen um die Lande, ziehen dann, machen dann unsere Pferdeplätze, machen wir unsicher, wo wir dann unsere Pferde spawnen lassen. Dann holen wir uns die Wolle für unser neues Haus. Dann müssen wir Fische fangen, um uns die Katzen zu holen. Ne? War bestimmt cool. Ich habe nur keine Ahnung, wie das mit den Katzen gehen soll. Ach, das sieht doch geil aus, machen wir. Das ist so wie Mo Creatures. Also, so sieht das aus, wenn man eine neue Welt erstellt. Aber nein, die spawnen ja nicht auf der neuen Welt. Was soll ich denn machen? Soll ich sagen, nö? Ja, dann ist das ja was Schönes, ne? Dann machen wir eine neue Welt auf und lassen die einfach links liegen und ja. Also, was hättet ihr denn gemacht? Hättet ihr gesagt, nee, komm, scheißen wir auf die Pferde und würden uns den schönen Spaß entgehen lassen? Oder sagt ihr, bam, das ist cool. Das will ich. Da mache ich direkt eine neue Welt auf. Oder sagt ihr, ich lasse lieber auf meiner alten Welt Pferde spawnen. Mit einem Spawn-Egg. Und dann hat sich die Sache. Also ich finde das so am besten, wie es gerade geworden ist. Durch meine Hand, durch den grünen Daumen. So. Ach, guck mal, wie schön das aussieht. Oh, lecker Mädchen. Hier, so ein Pferd. So ein weißes Pferd holen wir uns dann bestimmt. Sieht doch geil aus. So ein weißes Ross von Gandalf. Dem Weißen. Oh, das wird so geil. Dann laufen wir da hinten über die Brücke und leihen das dann hier an, damit das von keinem Monster... Weil es können ja immer noch Monster spawnen. Es können dann ja immer noch Skelette oder Spinnen spawnen. Also wenn das stirbt, das Vieh, ne? Dann ist richtig traurig. Kurz pennen gehen. Ich hoffe, jetzt sind nicht alle Pferde gestorben. Nö, das sind sie ja alle noch. So, was wollte ich jetzt noch machen? Volle. Das wird natürlich nicht reichen. Wir brauchen dann auch Leder von den Kühen. Ich gehe mal schnell noch hinten eine Kuh holen. Ist ja alles kein Thema im heutigen Tage. Hier mal kurz niesen. Wow. Sorry, Leute. Der musste einfach mal raus. Ne? Der soll da raus. Hey, was haben die denn für einen Sound? Nicht, dass gleich hier sich ein Zombie so einen Sattel schon hat und reitet dann auf so einem Pferd. Das wäre ja ein bisschen unfair, fände ich. So, wir hatten ja eben die Kuh gesehen, beziehungsweise gestern. Ich habe gestern aufgenommen. Eben. Nein, ich habe gestern aufgenommen, so. Interessiert ja auch keinen, wann ich aufgenommen habe. So, dann schauen wir mal schnell, wo hier die Kühe sind. Ich meine, die waren hier. Wir sind nicht weitergegangen. Ja, genau an diesem Dreckhaufen da. Das ist ein guter Orientierungspunkt. Die Kuh war nämlich da oben. Oder wieder im Busch, wie immer. Weil man findet ja Buschkühe meistens im Büschen. Im Büschen. Was ist denn das eigentlich für ein geiler Platz hier? Ich finde, Schweine sind jetzt irgendwie für den Arsch. Außer wenn du drauf reitest. Kann ich tiefst da noch reingehen? Damn. Aber. Die macht doch auch keine Mu, ne? Ja, toll. Du sollst auch nicht Mu machen, ne? Ich immer sagen, das Pferd. Quatsch. Die Kuh soll mal Mu machen. Ach, guck mal hier. Adventure Map. Was? Toll. Wo ist sie? Ist wieder ein Busch? Ich weiß nicht, die buggen hier noch rum. Obwohl, die Angel lasse ich mal drin, damit kann man schöne Sachen machen. Wenn ihr die Kuh gesehen habt, dann lacht mich nicht aus, weil das ist echt kompliziert hier. Oh Gott.
Kann man ja da nicht hochklettern? Toll, hier immer dieser scheiß Dreckblock ist die Kuh. Yay, Mädel. Wo bist du denn? Ups. Die höre ich doch da oben. Oder hört ihr die nicht da oben? Weil ich hab ja so ein geiles Headset, wo man... Da ist sie doch. Hier muss sie doch irgendwo sein, damn. Damn. Damn, Biatch. Wo bist du? Cool, wir kommen dem Sound immer näher. Aber wie soll die auch auf dem Baum sein? Gut, dann ist sie unten. Ich meine, die klettert ja nicht da hoch und sagt so, hallo, hier bin ich, komm mal her. Was ist diese Dreckskühe? Was gehen die eigentlich auch in den Busch hier rein? Ach, egal. Da bewegt sich nichts. Was? Lol. Lol. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Ah doch, stimmt. Bei Hunger Games. Habe ich das einmal gehabt. Hatten wir das einmal gehabt. Gehen wir schnell wieder zurück. Und gucken, ob unsere Schafe wieder was gefressen haben, damit wir die neue Wolle kriegen von den Vögeln. Stell dich mal vor, wir hätten jetzt schon ein Pferd. Können wir jetzt rushen. Ich glaube, nächste Folge gehen wir mal wieder in den hier ins. Ja, Chubi. Ins hier. Oh, warum lädt das hier nicht? Oh, das sieht auch mal geil aus. Vielleicht sollen wir die Wand wegmachen. Nee. Hier in eine Höhle, um eine Truhe zu finden. Oder wir gehen in den Nether. Oder wir machen beides an einer Folge. Ne, das wird. Ne, das geht nicht. Wir machen, glaube ich, entweder einmal das. Fress mir nicht das ganze Gras weg. Kra, kra, kra. Kre, kre, kre. Okay. Für dieses Schaf laufe ich dahin. Bis da hinten. Toll, ist gar kein Schaf, ist ein Pferd. Das ist der einzige Nachteil. Jetzt denkst du, das sind Schafe. Ja, da kann man super Fische fangen, muss ich sagen. Gut. Die Weide voller Pferde. Ein besonderer Tag steht an. Und ja, dann denke ich, lernen wir nochmal schnell unsere Sachen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, Freunde. Dann gehen wir in die Höhle und suchen nach dem Sattel.